Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal eine Sondersendung oder ein Sondervideo. Und ich habe mir gedacht, weil wegen Corona etc. pp. Sind jetzt relativ viele Betrüger unterwegs, würde ich sagen. Die verkaufen Desinfektionsmittel für ganz teuer Geld. Und da habe ich mir gedacht, wir machen ein Video, wo ich euch zeige, wie man das Desinfektionsmittel selber herstellen kann, zu einem viel besseren Preis, günstiger und man bekommt es auch vor allen Dingen noch. Hallo, hier sind wir wieder. Und zwar, was ihr benötigt, ist ein Gefäß, wo ihr das Desinfektionsmittel herstellt. Am besten eine Waage. Dann aus der Apotheke 100%igen Alkohol. Ja. Dann wird benötigt Glycerin. Glycerin benötigt man deshalb, weil Alkohol die Haut ja trocken macht. Und dann geht man sich hier so ein kleines Fläschchen holen, das sind jetzt 5 Gramm. Davon braucht man nur ein paar Tropfen. Wie gesagt, das ist nur gut für die Haut, damit die Haut nicht austrocknet. So, wollen wir es mal herstellen. So, in diesem Glas befindet sich jetzt 5 Gramm destilliertes Wasser. Also abgekochtes Wasser. So. Bei den 5 Gramm Wasser kommen jetzt noch 200 Gramm Alkohol hinzu. Plus, minus. Ja. 100, 140, 147. Jetzt haben wir 200 Gramm Alkohol hinzugegeben. Vorsichtig mit dem Alkohol, das ist natürlich extrem schnell brennbar. So, jetzt haben wir wieder Glycerin. Da tun wir dann so ein paar Tropfen rein. Ja, kommt jetzt nichts raus. Einen Moment. So. Wie gesagt, muss auch nicht viel sein. So, das reicht schon. Also das sind vielleicht 10 Tropfen Glycerin höchstens. Ja, und das war's. Jetzt haben wir Desinfektionsmittel. Damit können wir uns jetzt die Hände mit einreiben oder waschen etc. pp. Ja, ist nichts anderes wie das teure Desinfektionsmittel, was jetzt gerade bei eBay, Amazon etc. pp. Für Unsummen verkauft werden. Also geht in die Apotheke, macht es euch selber. Dann wisst ihr auch, was ihr davon habt. Also zu den Preisen, genau, kann ich auch noch was zu sagen. So ein kleines Fläschchen Glycerin, wie gesagt, das sind jetzt 5 Gramm und davon braucht man so 10 Tropfen. Also heißt, da kann man relativ viel Zeug mit herstellen. Kostet gerade mal 3 Euro in der Apotheke. So, und jetzt zum Alkohol. Das ist jetzt natürlich eine Literflasche. Für die eine Literflasche Alkohol habe ich jetzt bezahlt 9 Euro. Aber wie ihr seht, braucht man hier nur 200 Milliliter jetzt für das Glas hier. Da hat man dann im Moment 250 Milliliter, 250 Gramm Desinfektionsmittel. Ja, und das reicht ja auch erstmal. Also auf jeden Fall immer noch günstiger als jetzt bei eBay, Amazon etc. für 25 Euro, 30 Euro 500 Milliliter Flasche zu kaufen. Ja, ich dachte, das ist jetzt mal sinnvoll, das Video, weil die ganze Abzocker hier, die haben es eigentlich nicht verdient. Deswegen habe ich gedacht, komm, mach mal ein Video, dann könnt ihr euch das Zeug selber machen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Demnächst gibt es wieder nur andere Videos. Daumen rauf, abonniert den Kanal. Danke fürs Zuschauen, bis demnächst. Ciao!